Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie einfach es ist, Unreinheiten auf der Haut zu entfernen. Es gibt viele komplizierte Wege, aber ich zeige dir heute einen sehr einfachen, aber effektiven Weg, den du super easy nachmachen kannst. Als erstes machst du dir eine leere Ebene. Ich benenne sie jetzt einfach mal, damit es leichter ist, nachher zu wissen, wo was gespeichert ist. Als nächstes nimmst du das Reparieren-Werkzeug und gehst der Reihe nach die ganzen Unebenheiten. Das Besondere an diesem Werkzeug ist, dass es einfach alleine ausrechnet, wie es die ausgewählte Struktur ersetzen soll. Und mittlerweile ist Photoshop so gut in diesen Sachen, dass man sich bei manchen Sachen nicht die Mühe machen muss und irgendwie von ausgewählten Bereichen die Struktur rüber kopieren. Es reicht, wenn man einfach drüber geht und er rechnet sich naheliegend die beste Struktur, die einfach auf diesen Bereich passt. So, ich mache das jetzt einfach mal, damit du siehst, wie einfach und schnell das gehen kann. Die Resultate siehst du auch. Photoshop hat da absolut keine Probleme, die richtigen Strukturen zu finden und sie zu ersetzen. Und auf diesem Weg kannst du wirklich sehr, sehr schnell sehr viele Unreinheiten beseitigen. Natürlich kann man damit nicht alles machen. Manchmal sind auch andere Tools notwendig, wie der Reparaturstempel. Aber für die meisten Sachen würde ich sagen, ist es vollkommen ausreichend, einfach diese Methode zu benutzen auf einer leeren Ebene. Und du siehst jetzt, wie schön das aussieht, wie der Vor-Nachher-Vergleich ist. So, als nächstes zoomen wir mal näher ran an die Stirn, damit ich dir zeigen kann, wie du super einfach mit derselben Technik Haare aus dem Gesicht kriegst. Wenn du dich fragst, wie man das Bild so rotieren kann, damit es einfach angenehmer für die Hand ist, einfach einmal auf der Tastatur die R-Taste gedrückt halten und mit der Maustaste oder mit deinem Grafiktablet einfach das Bild rotieren. Wenn du die R-Taste loslässt, dann hast du wieder deinen Reparaturpinsel. Photoshop rechnet das alles raus und es geht einfach super schnell. Und ich würde sagen, wieso kompliziert, wenn es einfach geht? Diese Methode nutze ich sehr oft. Wenn es irgendwo Bereiche gibt, wo es nicht funktioniert, dann kann man überlegen, wie man es weitermacht, vielleicht mit Dodge and Burn oder Strukturen neu erstellen. Aber wie gesagt, in 80% der Fälle wird das ausreichen. So, jetzt zoomen wir ein bisschen raus und zeige ich dir einmal vorher und nachher. Dann kannst du auch selber beurteilen, ob dir die Resultate so gut genug sind. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist das vollkommen ausreichend. Besonders wenn du die Bilder für Web speicherst, dann wird man da absolut keinen Unterschied sehen. Auch in den Haaren, diese ganzen quer verlaufenden Härchen, die kriegt man einfach super weg mit dieser Methode. Ich würde jetzt auch tatsächlich nicht wissen, welche Methode besser wäre für solche Situationen. Das ist die ideale Möglichkeit, die ideale Technik, ganz schnell unschöne Härchen aus den Haaren zu entfernen. Wir machen die zwei Ebenen in eine Gruppe. Das machst du mit STRG G und dann siehst du nochmal das Vorher-Nachher vom kompletten Bild. Ich finde, das Resultat kann sich sehen lassen. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn ich dir weiterhelfen konnte, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Und hinterlass mir einen Daumen nach oben. Welches Tutorial möchtest du als nächstes sehen? Schreib es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.